Anmoderation. Nein. Nicht. Wir machen gerade noch schnell die Anmod. Das Baby ist in einer Minute da. Wir brauchen auch nicht länger. Nochmal alle schnell aufstellen. Schnell. Alle neben mich. So, Achtung. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Community Special Livestream. Ich habe mich in Schale geworfen. Ihr seht jetzt hier mein wahres Ich. Ihr seht hier mein wahres Ich. So sehe ich in Wirklichkeit aus. Mit dabei ist heute die Arinyari, die Ritzeri und der Shadow. Hallo. Hallo. Und das sind quasi meine Stofftiere hier links neben mir, ja. Und ich bin jetzt quasi zum richtigen Bären geworden. Nein, ich zeige euch mal kurz, wie ich das hier gemacht habe. Ich rieche quasi die ganze Zeit an seinem Popo. Das ist unser neuer High-Level-Bär, ja. Das ist der Nicht-Spielbär. Moment, ja. Nicht-Spielbär heißt der, ja. Und der wurde von der Ritzeri angemalt. Guckt mal, der hat eine rote Hose und ein blaues Shirt. Und er ist weiß. Das ist nicht schön. Wir müssen jetzt rüber, ne? Und er ist High-Level. Ja, genau, wir müssen rüber, er erwartet ein Kind. Er erwartet ein Kind. Was? Wo geht's denn hier raus eigentlich? Ich weiß nicht, ich gehe einfach Ritzi hinterher. Wo ist das Kind? Wo ist das Kind? Guckt mal, ein schwangerer Bär. Das dauert doch noch eine Weile, guck mal. Ein bisschen. Da ist doch noch ein Fitzelchen. Da hätten wir ja noch dreimal an Moderation machen können. Ich begrüße schon mal alle, die jetzt zugucken im Livestream, Live-Chat. Ja. Wir wollen heute, das kann ich mal, oh, ich kann mal kurz. War das hat jetzt ein Häuschen gemacht? Ach, ich dachte schon, jetzt kommt's schon. Es ist bei mir gerade so voll weggeflogen. Wir sehen gleich ein Bärenkind. Wir wollten eigentlich einen Rochen zähmen, einen Manta, aber die Ragnar, also unsere Brutmutter, ja, die hat dafür gesorgt, dass wir jetzt live noch eine Geburt miterleben können. Das ist natürlich super. Ja, eine Bärengeburt. Ich stehe schon empfängnisbereit hier dahinter. Machst die Hebamme, ja. Ja, ich mach die Hebamme, genau. Hier, guckt mal, wir haben ja auch noch, wir haben Spino-Zwillinge haben wir hier. Voll süß. Voll niedlich. Und der Ketz steckt mit seinem Kopf im Boden, das ist dein auch schön. Dein Bärenbaby ist schlechter. Bleib lieber hier. Ja, guck mal, das dauert mal ein bisschen. Hier, Ritzi, das ist die Dame. Was? Die ich meinte. Was? Welche Dame, wo ich denn? Muss gucken, ja. Jetzt kommt es gleich. Spielbär hat die Wehen. Ja, genau. Ja. Ich habe voll die Wehen. Oh, ich muss pressen. Ja, lieber nicht. Wenn ich jetzt anfange zu pressen, ich war vorher nicht. Scheiße, ich hätte vorher. Egal. Reden wir nicht mehr davon. Reden wir von was anderem. Das Kind wird so süß. Das ist ja mein Kind. Nein, es ist ja das Kind von Nicht-Spielbär. Spielbär, die Schlingel, bekommst ein Kind. Ja. In wie vielen Minuten kommt das Baby? Was denkt ihr? Da ist es! Da ist oh, es! Wo? Ist es im Boden. Oh, nein, es fällt durch! Nein! Rettet das Baby! Wie? Wo ist es? Nein! Wo? Wie? Wo ist es? Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Von Wasser! Helft dem Baby! Wo? Hier! Wo? Ich wollte gerade sagen, ich treffe das Baby. Rettet es! Es braucht Fleisch! Es braucht Fleisch! Gebt ihnen Essen! Wie es paddelt, guck mal! Spiel wird Warum geht das nicht? Sehen. Warum geht das denn nicht? Oh Gott. Es will kein Fleisch nehmen, es will Bären, glaube ich. Es hat einfach alles im Inventar gerade. Ja, es hat Bären. Es hat Fleisch. Es hat, helft ihm! Wem folgt es? Ragnar, es paddelt ganz langsam. Man kommt nicht auf die Idee, ihnen einen Klaps zu geben, damit es schneller geht, ja? Um Gottes Willen. Puff. Es wäre fast durchgefallen, ja? Es macht Babyschwimmen. Ja. Oh. Was? Es ist gesprungen. Wie süß. Es lebt. Guck doch mal. Oh, ist das knuffig. Das ist so süß. Guck doch mal. Nein, es läuft nicht. Es läuft weg. Oh, guck mal. Oh. Das ist so süß. Oh, wie süß. Klein und niedlich. Gibt es. Gleich verhungert das. Ja. Ich würde dann und nur angucken. Oh Gott. Oh mein Gott. Da wird schon RIP Baby geschrieben. Nee. Wir passen hier auf. Guck doch mal, ist es nicht putzig. Oh. Wie es einfach durch den Boden fällt. Ja. Flupp. Und jetzt nimmt der Ketzer so. Ramp. Essen. Essen. Essen auf Beinen.
Mit Shadow. Hat das noch was? Hat das noch was zu essen? Ja, es hat. Ja, ich will die ganze Zeit. Das hat ein großes Inventar. Das ist der Vorteil bei den Bärenbabys. Die können ziemlich viel, ziemlich schnell ins Inventar nehmen. Weil die Inventare von den Bären generell groß sind. Huch. Oh. Ich bin Papa geworden. Oh. Musst du ihm doch einen Namen geben. Stimmt. Wir nennen wir ihn doch, was die Ari auch schon vorher erwähnt hatte, wir nennen ihn einfach Balu. Nee, nicht Balu, Puh. Puh, ja. Puh, genau, nicht Balu. Balu kommt auch noch. Balu machen wir auch noch. Wir haben uns schon vorgenommen, wir werden sämtliche Bären, die es gibt, die werden wir uns, die werden wir so durchzüchten, themen. Wir müssen eigentlich sein Stummelschwanz finden. Das sieht irgendwie so. Wenn Puh groß ist, dann male ich ihn an. Wurde Puh eigentlich irgendwas mit 2 U geschrieben? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, ich glaube schon. 2 U. Genau, Puh, ne? Habe ich mich doch richtig erinnert. Kommt mir das nur so vor, da fehlt ihm sein Stummelschwänzchen. Vor allem, wie das aussieht, Baby-Puh heißt er jetzt. Er heißt Baby-Puh. Oh, Baby-Puh. Baby-Puh. Ne, der hat doch einen Stummel da. Also, naja gut, das sieht aus, als wenn das nach innen wächst. Ja, eben. Wie ein kleines Löchlein. Ein kleines Popoloch. Wollen wir dann auf unsere Mission gehen? Was? Nein. Nein. Wir starren das Baby an. Wir starren einfach nur eine ganze Stunde nur dieses Baby an. Oder? Das wollt ihr doch sehen. Das wollt ihr sehen. Oh. Ihr müsst jetzt alle Ja sagen, ne? Das ist euch bewusst. Ihr wollt das alle sehen. Ist das putzig? Wo haben wir denn eigentlich die ganze Ausrüstung? Im Bären. Im Nicht-Spielbär. Nicht-Spielbär. Nicht-Spielbär hat die ganze Taucherausrüstungskram und die Bug-Repellents. Rip Poo wird da schon wieder geschrieben. Nein, er lebt doch noch. Er lebt noch. Und die Ragnar, die Brutmutter Ragnar, die ist ja da, die passt ja auf den Kleinen auf, wenn wir jetzt gleich auf Mission gehen, ja. Das ist ja die Mission von Ragnar, ist, dass der Kleine hier nicht stirbt. Oh, ist das knuffig. Ragnar macht quasi die Nanny. Genau. Die Super-Nanny hier. Ach, guck mal, sie schreiben alle Ja, die wollen alle weiter den Bären sehen. Sie wollen alle den Bären sehen, guck doch mal, ist das nicht nice. Oh, ich verhunger gerade. Oh, ein kleines, knurriges Baby. Uwe Hoffmann schreibt, nein, nicht. Ja, da gibt es so ein paar Nein-Stimmen dazwischen. Mhm. Ihr wisst schon, was passiert, wenn hier einer aus der Reihe tanzt. Nein, ach, das ist schon okay. Wir machen ja gleich weiter. Lasst mich den Anblick nur kurz noch ein bisschen genießen. Noch ein bisschen. Mal gucken, wie groß er nachher schon geworden ist. Ich muss mich mal richtig hinlegen, genau. Jetzt hätte ich beinahe Control gedrückt. Ihr wisst, was passiert, wenn man das macht. Hey, geh mal weg hier, Shadow. Du liegst voll davor. Kann gar nichts sehen. Guck doch mal, er hat schon einen Überbiss. Er hat einen Überbiss. Du knuddelst voll mit dem. Genau. Guck doch mal. Die sehen ja richtig gut aus, die Bärenkinder. Die sehen aber richtig gut aus. Die sehen aus wie kleine Teddys. Oh. Oh Gott. Das ist so niedlich. Das ist so knuffig. Wie so ein kleiner. Also, es sieht fast schon so ein bisschen so aus wie so ein kleiner Wolfsbär. So ein bisschen mit den Zähnen da. Vielleicht haben sie die Bären auch so gemacht, dass sie einfach die Wölfe genommen haben und dann haben sie einfach denen ihr Gesicht platt gemacht. So. Ich würde sagen, wir begeben uns dann mal so langsam auf unsere Mission. Oh, es wird gerade dunkel. Ja. Verdammt, das habe ich dabei gar nicht bedacht. Ja, ich glaube, du kannst noch ein bisschen das Bärenbaby angucken. Ich würde sagen, genau, wir gucken einfach noch ein bisschen das Bärenbaby an. Genau. Da ist die Mama. Hallo. Ein kleines Bärenkind. Es ist so niedlich. Warum heißt der Pupu? Was, er heißt Pupu? Wer hat das denn gemacht? Ich habe das nicht gemacht. Der heißt jetzt plötzlich Pupu. Irgendwer hat das gemacht. Nicht was, Ragnar. Pupu. Nein, der heißt nur Pu. Das muss ich nochmal ändern. Pupu. Warte mal, Pupu ist was anderes, oder? Ja.
Bubu ist was ganz anderes. Die können wir anmalen. Puh ist doch eher so, so gelblich, ne? So orange. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht, dann müssten wir den noch anmalen. Ein rotes T-Shirt. Oh, guck mal, die Mama hat gekackt. Und der Haufen ist größer als das Kind. Aber ist euch mal aufgefallen, als es rauskam, abgesehen von der Tatsache, dass es durch den Boden gefallen ist, ist es aus der Mitte rausgekommen. Also genau unter dem Bauch rausgekommen von der Mutter. Es ist nicht hinten rausgekommen. Es stand direkt unter dem Bauch. In der Aufnahme sieht man das nochmal. Und ich glaube, die YouTube-Zuschauer, die gerade den Stream gucken, können den Stream sogar zurückspulen, um das nochmal zu überprüfen. Ich traue mich das jetzt gerade nicht, das zu machen, aber ihr könnt das machen. Er soll sterben, er ist nicht weiß. Was? Das ist ja auch nicht der Spielbär, das ist ja auch der Puhbär, der war ja auch nicht weiß. Ihr Monster, ihr könnt doch keine kleinen Bären töten. Was seid ihr für Monster? Was sind da für Monster im Chat? Reitet mit dem Bär, ja. Das haben wir auch schon überlegt, dass wir mal so ein Rennen machen, wenn wir dann mehr Bären haben für jeden. Dass wir dann mal ein Bärenrennen machen über die Insel. Weil das ist nämlich echt witzig, wenn man mit dem Bären rennt und solange man ja nicht hängen bleibt an irgendwas, an einem Dino oder an einem Baum oder so, rennt man ja extrem schnell. Ja, man kann ja richtig, richtig schnell rennen mit dem. Und da ist es eigentlich eine ziemlich coole Idee, ein Rennen zu machen. Reicht, ich dachte, das geht nur mit den Rehhorns. Nee, du kannst mit dem Bären, kannst du auch genauso Speed aufbauen. Also du kannst rennen und dann wird er immer schneller irgendwann. Irgendwann hat er seine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Und du musst halt nur aufpassen, dass du nicht hängen bleibst. Weil im Gegensatz zu den Rhinos kann der Bär die Bäume nicht umrennen. Das heißt, sobald du an einem Baum hängen bleibst, bleibst du stehen. Und wie du ja weißt, in Ark gibt es an einigen Stellen recht viele Bäume. Das heißt, der Trick ist dann eben nicht hängen zu bleiben. Und das wird, glaube ich, ziemlich schwierig. An einigen Stellen. Ist es jetzt schon hell? Nee, es ist immer noch Nacht. Wie viel Uhr ist es denn? 0.43 Uhr. Ja, wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja ein schönes Bild vor uns. Ich darf nur nicht Control drücken. Nur nicht Control drücken. Dann macht es nämlich Patz und dann ist er tot. Warum habe ich eigentlich verrottetes Fleisch im Inventar? Wieso, was liegt denn bei dir da auf der Taste? Ja, der liegt schlagen. Guck mal, wenn ich jetzt Control drücke. Pupsch. Oh, warum tatsächlich. Bei mir macht Control das hier. Was? Warst du das gerade? Nein. Von so. Draußen saß jemand. Achso, weil du gesagt hast, bei mir macht Control das hier. Das war so getimed irgendwie gerade. Dann werde ich böse. Hab ich gedacht. Das passiert nur, wenn ich richtig böse werde. Wie wollt ihr bitte den Kleinen reiten? Der ist viel zu pummelig, fällt doch über seine eigenen Pfoten. Ja, genau. Der wird ja noch größer. Er ist ja auf dem besten Wege, ein großer, starker Bär zu werden. Schön fressen. Schön Happa Happa machen. Und nicht durch den Boden fallen. Nicht wieder durch den Boden fallen. Ah, ah, ah. Sonst gibt's Klapser auf den Hintern. So. Wie süß der kleine Babypuh. So, ich würde sagen, wir haben es jetzt 2.12 Uhr. Ich würde sagen, wir gehen mal so langsam in Richtung Wasser und besorgen uns mal so langsam unsere Ausrüstung, die wir brauchen. Ausrüstung. Hey, guck mal, da wird auch schon wieder hier wird immer wieder was gemacht. Hier, guck mal, hier wird gerade ein Katz ausgebrüht. Ich wusste es genau vor deiner Nase. Was denn? Harry wollte rausrennen und genau vor ihrer Nase geht die Tür zu. Ist der Puh jetzt eigentlich noch da, der Kleine? Ja, ist der nicht? Ja, der Babypuh ist noch drin. Okay, gut. Dann bedient euch mal. Wie viele Flossen wollt ihr mitnehmen? Hier im Nicht-Spielbär haben wir nämlich jetzt hier unsere Ausrüstung. Guckt mal, wir haben schon ganz viele Rochensattel gemacht, weil wir auch ganz viele Rochen bekommen werden natürlich. Soll nicht jeder einen mitnehmen oder was? Also ich nehme mir mal eine Tauchermaske, ein Bruststück und ich nehme mir Flossen. Und die Hose lohnt sich eh nicht, weil die geht eh viel zu schnell kaputt. Und hat außerdem nur 5 Armor, das bringt eh nichts. Wie viele Flossen kann man sich denn so nehmen? Nimm dir, warte mal, ich gerade 5. Ich nehme mir mal auch 5 oder so. Weil die gehen am schnellsten kaputt, auf jeden Fall.
Da ist noch so viel drin. Ich nehme mir noch zwei. Es wäre auch schlau, wenn sich ein paar von euch einen Sattel einstecken. Da können die gleich das auf stimmt. Manta aufsteigen. Ja, gut, ich nehme zwei Sattel. Jeder ein Sattel. Sowieso und gar keinen. Und dann haben wir eh das Problem schon, dass wir schon sehr schwer sind. Also ich zumindest. Ach, bei mir geht es. Ich muss mal die Bären essen, die ich noch dabei habe. Und damit meine ich nicht die kleinen, die hier rumlaufen, die kleinen Babybären. Ich meine die. Habt ihr euer Bug Repellent und euer Anglergel? Ach ja, Bug Repellent. Also ich habe jetzt. Anglergel, hier. Genau, stimmt. Ich wusste, da fehlt noch was. Und wie viel Bug Repellent kann man sich denn nehmen? Nimm die mal, die eine nimmt. Ich nehme mir sechs. Ich habe mir sechs Bug Repellent genommen. In Quinn ist auch noch was drin. In Quinn sind auch nochmal 16, 17. Ich ist auch das Anglergel. Genau, und in Quinn ist auch das Anglergel. Hä, wo ist das Anglergel? Ich sehe keine. Achso. Hier da hinten, ja. Auch so. Da, okay. Nehmt ich bin doch blind. 25, meint ihr, das reicht? Also für mich so als Einzelperson? Das sind noch 100. Ja, ich weiß, aber ich. Ich weiß, aber ich nehme. Wie hat denn jetzt jeder so? Ich nehme mir 25. Ich glaube, das reicht, oder? Erstmal so. Ich hab ziemlich viel. Wenn ich nicht gerade ein Level 100 Rochen vor mir habe. Also wir wollen jetzt Rochen zähmen, ja, nur nochmal so, für jeden. Wenn wir es schaffen, für jeden einen. Also mal ich schauen. Jetzt 50 Anglergel und 30 Backen. Warte mal. Ich sollte nochmal die Taucherausrüstung ausziehen, weil die verbraucht sonst unnötig. Merkt euch, ne, wenn ihr an Land seid, zieht ihr die noch nicht an, weil sonst ja. Verbraucht die. Ich hab's ja. Nämlich gerade nicht mehr gewusst. So. Ja, dann ist es wieder hell? Dann lasst uns mal loslegen. Wohin gehen wir denn? Shadow ist ja, das muss man mal ganz kurz sagen, Shadow ist heute auch dabei, weil er ja unser Rochenexperte ist. Der hat es nämlich schon geschafft. Wie viel hast du schon gezähmt? Erzähl mal, komm, wie viel hast du schon gezähmt? Fünf Stück hatte ich hier jetzt schon. Und fünf Rochen? Und ja. Die sind alle wo? Ja, der längste hat einen Tag überlebt. Also, ach so. Ja, bei mir also, hat es mit den Rochen nicht geklappt. Die sind ja, über den Jordan gegangen. Die haben gleich Suizid begangen, als sie bei mir waren. Das war, ja. Aber ist es so gut, wenn wir auf der Carnivoreninsel ohne Tiere rumlaufen? Ich wollte gerade sagen. Ich überlege gerade, ob wir einfach auf die andere Seite, an die andere Küste schwimmen oder so. Welcher Teil des Plans beinhaltete nochmal, dass wir auf die Carnivoreninsel gehen? Ich dachte eigentlich, dass wir hier im Meer rumschwimmen und die Viecher hierher locken. Irgendwie. Ja. Das geht eigentlich hier. Mhm. Hier, ja, okay. Direkt hier, am Elektrozaun auch noch. Der Plan wird immer besser. Der Plan gefällt mir. Das ist verwegen und verrückt. So, wo seid denn ihr jetzt? Ich habe gerade meine Brille aufgesetzt, jetzt sehe ich euch nicht mehr. Warte mal, ich kann ja hier ins Wasser gehen, oder? Ist es kalt. Mhm. Ist noch nicht Sommer. Das Wasser ist noch kalt. Ein Level 90er sollen wir zähmen, wird da geschrieben. Ihr seid doch bekloppt. Oh, scheiße. Schwimmt bloß nicht an den Elektrozaun ran, ne? Ich weiß, ich hab's schon ausprobiert. Was, wo? Ja, lol. Ah, ich sehe es. Okay, Shadow was killed kommt gleich. Die Katze auch noch hinterher. Da kommt Spaß. Alles, Shadow. Tschüss, Shadow. Es war schön mit sehr dir. Beliebt hier. Das gefällt mir hey, nicht. Was ist das hier? Ach, ein Koel. Eine Keule. Hey, was ist denn das da unten? Da unten schwimmt irgendwas. Das ist ein Moser da unten. Oder ein Moser. Da unten ist ein... Ach du Scheiße, ey. Wie war das? Hier gibt's Rochen, hier gibt's Mosers. Huch. Was? Muss mal... Nix. Das war ich aus Versehen. Ich höre nur... hinter mir. Ach, Muss ich dir wieder sagen, wann was hinter dir her ist? Ja, bitte. Ich geh wieder auf diese Seite hier. Hier hinten habe ich wenigstens mal Mosers gefunden. Also, warte mal, das ist ein... Das ist kein Moser, das ist ein... Oder warte mal, das ist ein Dunkleus Deus. Ach scheiße, der wird ja auch aggro. Dunkelfisch. Aber wir brauchen keinen Dunkelfisch, wir brauchen Mantas. Mhm. Hattest du nicht gesagt, hier sind welche? Ja, ich hab hier hinten immer welche gefunden. Wo ist denn hier hinten? Ich sehe euch nicht mehr, ich hab euch verloren. Auf der komplett anderen Seite. Warte, ich komme. Was? Wo bist du? Von dem Elektrozaun. Ja. Weißt du, wo die Wasserhöhle ist? In die Richtung. Ach doch. Ja. Okay. Was da hinten? Da ist doch voll viel los. Warte, ich schwimme lieber in die andere Richtung. Ich guck lieber erstmal auf der anderen Seite. Level 40, Manta. Ach du Scheiße. Viel Spaß. Ja, wollte gerade sagen. Versuch dein Glück. Hey, warte mal. Einsprühen müssen wir uns ja auch noch dann, ne? Nicht vergessen. Mhm. Ich muss es dann doch einfach nur essen, oder? Ja, aber du musst es an Land machen. Du kannst es nicht im Wasser machen, ne? Im Wasser ist es blockiert. Ich mach das, sobald ich einen sehe oder so. Ja, das habe ich auch mir gedacht, so. Anlocken vielleicht noch. Ah, ich hab dich. Ich hab Ari. Ich bleib mal bei euch. Er hat mich gestochen. Oh.
Armes Tuk-Tuk. Also auf der anderen Seite habe ich immer mehr gefunden. Ich glaube, ich schwimme gleich rüber. Du hast... Im Meer hast du mehr gefunden. Auf der anderen Seite habe ich mehr Mantas gefunden. Ach so, mehr. Mehr. Warte, ich schwimm dir hinterher. Ah nein, scheiße, ich habe keine Stamina mehr gleich. Ich muss mal Stamina laden. Oh, danke für die Erinnerung. Ja, ihr müsst Stamina recken, wenn ihr schwimmt, ne? Hab ich gerade schon. Nur so als Tipp. Man kann ja auch gar nicht essen, wenn man schwimmt. Ja, man kann gar nichts machen, wenn man schwimmt. Nur sterben. Das kann man sehr gut, wenn man schwimmt. So, blub, blub, blub. Was ist das? Ein Koel? Ich habe heute so einen riesen Koel gefunden. Ich habe 210 Fleisch aus dem rausbekommen. Oh, Alter. Das ist mal ein Koel. Das ist so die Weihnachtsausgabe. Schön fett gemästet. Ja. So, seid ihr schon rüber? Ich glaube, ich sehe da was. Da schwimmt was. Es ist eine Schildkröte. Verdammt. Wie war das hier? Gibt's Rochen? Ja, auf der anderen Seite habe ich letztens jede Menge Rochen gesehen. Ich bin auf der anderen Seite. Die alle dann Suizid begangen haben, statt zu mir zu kommen. Ach, deshalb sind hier keine. Die haben sich alle schon umgebracht. Die haben genau gehört, scheiße, wir hätten das besser geheim halten sollen, was wir machen. Die haben das rausgekriegt, dass wir Rochen zähmen wollen, haben sich gesagt, nein, alle an Land. Rettet euch. Rettet euch, bevor es zu spät ist. Hey, da vorne, da, ich sehe einen, ich hab einen. Das ist wie so eine Fledermaus unter Wasser irgendwie. Ah nein, ich habe ja keinen Bug-Repellent. Scheiße, er hat mich schon. Tschüss, wir erst Level 60. Ich komm zu dir. Wir machen das nicht wie bei dem Schildkrötenrennen. Vergiss es. Wo ist er? Kommt er mir hinterher? Ah scheiße, der darf ja auch nicht an Land schwimmen, ne? Wir laufen Katzen und so am Land rum. Ne? Ja toll, super. Rein ins Wasser. Wieder rein ins Wasser. Ich sag ja, das wird lustig. Ja, hier ist er. Was, Level 60 ist der? Das ist aber gut, dann hat er viel... Ne, hier ist noch einer, hier sind zwei. Also ich nehme mir den davor. Oh, der ist Female Level 56. Wird der jetzt böse, wenn ich ihm was gebe? Ja. Nee, nur wenn du ihn von unten oder... Also wenn du kannst ihn von hinten berühren. Ach du Scheiße. Ja, toll. Das sagst du mir jetzt. Du kannst ihn von hinten berühren und dann ist er... Lol, wie er dir hinterher schwimmt. Schwimm an Land. Du kannst ihm nicht ausschwimmen. Ja, aber er geht doch dann an Land. Ja, das ist ja egal. Du musst ja ausweichen. Nein, er doch an Land. Ja, aber er... Nein. Nicht immer. Also, ich kann den nicht füttern, was ist denn das für ein Bullshit-Scheiße? Der 56er folgt dem, er will ihm helfen. Boah. Autsch. Wir sollten vielleicht dazu erwähnen, auf unserem Server ist ja der Dino-Schaden erhöht, ne? Deswegen reichen so 2-3 Stiche von dem Rochen und man stirbt. So, das ist so Steve Irwin-Style, so ungefähr. Komm ich da jetzt wieder rüber? Alter, Hilfe. Schwimm mit einem Spine oder so rüber. Wartet mal, wenn man den ins seichte Wasser lockt, dann ist das doch alles total easy, ne? Eigentlich. Mhm. Hey, die kampeln sich mit den Schildkröten, guckt mal. Ich glaube, es wird neblig, kann das sein? Ich glaube, irgendwas stirbt. Die Schildkröte ist tot. Alter, wie schnell das ging. Ich habe zwei, der hat mich nur zweimal berührt und dann war ich schon tot. Oh Gott, vor allem man muss beide im Auge behalten, wenn sie so dicht zusammenschwimmen. Jetzt lass dich doch mal füttern, du hässliches Kackviech. Ich komme auch nicht nah genug ran. Jetzt! Wird neblig, nein. Ich hab ihm einen Gel reingestopft. Ja, den einen, der mich getötet hat, habe ich auch eins reingestopft. Ja, aber er ist nicht aggro auf mich. Er mag das, was ich tue. Du ja, hast noch. Jetzt spät gesagt, dass man da nicht von unten ran darf. Ach scheiße, jetzt hab ich verkackt, glaube ich, oder? Nee, ist noch alles gut. Jetzt kriege ich Betonwasser, toll. Perfektes Timing. Ich dachte mir das auch eben. Warum ist das Wasser grau? Warum ist das Wasser grau? Warum ist das Wasser grau? Hm. Hier weck ich die. Ah. Wisst ihr eigentlich, wo ich gestorben bin? Wo meine Sachen sind? Ungefähr, ja. Aber jetzt ist Betonwasser, jetzt sehe ich nichts. Oh, da muss man ja voll lange warten, bis die wieder hungrig sind, ey. Das ist ja meine Scheiße. Und vor allem das kleine Fitzelchen, was ich da gezähmt habe. Wer hat sich das denn ausgedacht mit den Rochen? Den möchte ich gerne mal treffen. Ich hoffe, die Entwickler sind auf der Gamescom. Ich hoffe, die sind auf der Gamescom. Dann frage ich die mal, wer von denen sich das ausgedacht hat mit den Rochen. Da bin ich mal echt gespannt drauf. Wer ist denn da? Ach, das ist ein Koel.
Oha, die Mantas sind voll aggressiv. Ich dachte, die wären süß und nett. Nee. Nee, das ist die Fehleinschätzung des Jahrhunderts. Wo seid ihr denn? Im Wasser. Ja. Ha! Es war geleckt! Und ich bin reingeleckt in den... Gott, habe ich mich erschrocken. Alter, der kam plötzlich auf mich zu. Aber ist alles gut. Nee, oder? Doch. Es tut mir leid, wenn ich eure Trommelfälle zerstört habe. Habt ihr Koordinaten für mich? Da, wo es nass ist. Also Longitude nass und Latitude sehr nass. Es tut mir leid. Oh mein Gott, ist das neblig. Ich erkenne überhaupt nichts mehr. Vor allem, der schwimmt sonst wohin gerade. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich bin irgendwo mitten im Wasser. Jetzt, wenn jetzt ein Hai ankommt, bin ich sowas von im Popsar. Nicht meine schönen Sachen. Ja, ich habe deine Sachen nicht aufgesammelt, ne? Ja, warum nicht? Ja, weil ich mit dem Rochen beschäftigt bin, Mensch. Ich kann den nicht aus den Augen lassen. Wenn ich den jetzt verliere, dann fange ich wieder bei Null an. Ich muss hinter dem dranbleiben jetzt. Oh, verdammt, meine Stamina. Scheißendreck. Ich muss sowieso gleich anlanden. Komm mir zurück. Gott, das ist. Aber ich halte mich gerade ganz gut. Ich habe ihn schon zweimal gefüttert jetzt. Das Spiel hier? Sagte er ja und starb. Hey. Nicht gefunden? Ja, ich habe dich gefunden. Ich habe ihn nochmal gefüttert. Was ist denn das da vorne? Wir kennen überhaupt nichts hier. Oh Gott, ich muss weg. Irgendwo da müssen meine Sachen sein. Irgendwie ich sehe nichts. So. Ich habe ihn dreimal gefüttert jetzt. Den Stein da hinten erinnern. Oh, falsche Richtung. Gott. Der Stein da. Das heißt, hier irgendwo muss ich gestorben sein. Oh nein, ich habe gleich keine Stamina mehr. Oh nein, oh nein. David Hasselhoff ins Wasser. Ich ertrink gleich, glaube ich. Ich brauche Baywatch Nixon. Wo sind sie? Ich muss übrigens eine Kästchen suchen. Ne? Also ich bin direkt, der hat mich direkt gefressen. Ah, ich bin wieder an Land. Oh Gott, ich ertrinke. Seid vorsichtig. Oh, ich muss Fleisch essen. Muss mich hochheilen hier. So, weiter geht's. Ich suche mal auch mit die Tasche. Mhm, wir suchen gerade alle die Tasche. Ich halte Ausschau nach der Tasche. Ich sehe die Tasche nicht. Ich gucke nach dem Rochen. Ich schaue nach dem Rochen. Wo sind die denn jetzt hin, die zwei? Warum kann denn dieses Betonwasser jetzt nicht mal weggehen, ey? Ich weiß auch nicht, das ist so ätzend. Hier ist ein Rochen, aber das ist nicht derselbe, ne? Das ist ein anderer. Nee, das ist der gleiche. Das ist der, den ich gezähmt habe. Er will zu mir. Verdammt. Jetzt. Ha! Ah, scheiße. Bin gleich tot. Fuck. Der andere kommt auch. Nein. Oh nein. Nein. Schnell auf den Stein. Nein, ich komme nicht raus aus dem Wasser. Scheiße. Oh, oh. Ha, was ist das? Oh Gott. Ach ja, schreck mich doch nicht so. Alter. Ich kann doch nicht machen. Mir platzt nochmal irgendwann irgendwie eine Pumpe oder so und dann falle ich hier um. Oh. Ja. Betonwasser ist gerade echt nervig. Jetzt ist es weg. Es geht langsam weg, ja. Achtung, ne, die Mantas sind da. Wo ist denn der Blaue, den ich gezähmt habe gerade? Ist das der da? Ja, meist schon. Oh, fuck, das war knapp. Oh nein. Ja, ich glaube, ich kann meine Tasche vergessen. Ich sollte vielleicht neue Ausrüstung holen. Ja. Das ist eine gute Idee. Wir haben ja gefarmt. Warum ist das denn auch noch ein Mate-boosted Pärchen hier, ey? Das ist überhaupt nicht übertrieben. Wie läuft's eigentlich bei dir, Shadow? Bin dran. Okay. Das läuft. Weil Shadow ist ja gerade ganz woanders. Der ist ja, das sieht man ja gerade gar nicht, was bei ihm passiert. Deswegen dachte ich frag mal so zwischen. Ja, ich versuch's gerade mal einen ins flache Wasser zu locken. Oh nein, ich bin zu müde. Ich kann nicht schwimmen. Ich habe Anglergel reingedrückt. Das sieht ganz gut aus jetzt hier bei dem. Wenn er mich jetzt nicht nochmal. Bitte beschreiß nicht. Ja, aber wenn er mich jetzt nicht nochmal sticht oder so, dann habe ich gute Karten diesmal. Knapp die Hälfte haben wir schon. Nochmal kurz Stamina recken. Und gleich muss ich mein Bug Repellent auffrischen.
Ich habe ja auch schon, muss ich ja mal sagen, ja, ich habe ja schon, was Rochen angeht, oh shit, fast wäre ich drauf gehüpft, habe ich ja schon ein bisschen Übung im Singleplayer gesammelt, ja, da habe ich ja das schon mal probiert und habe auch schon einen bekommen, aber der ist extrem low-levelig, also der hier ist das höchste Level, was ich bis jetzt versucht habe und das läuft auch echt gerade ziemlich gut. Ich bin nur gerade ein bisschen traurig, dass bei uns Taming nicht so erhöht ist wie bei mir im Singleplayer, dann hätte ich den jetzt wahrscheinlich schon. Wäre zu einfach. Ja, das wäre echt zu einfach. Wehr dich doch nicht gegen dein Glück. Dir wird es gut gehen. Dir wird es an nichts mangeln. Mhm. Das ist scheißfies. Dreht auch immer ab, wenn ich... Ja! Ich hab ihn. Also ich hab ihn gefüttert. So. Lululu. Oh, ich muss schon mal wieder an Land zurück wegen... Also, jetzt finde ich einen anderen Manta und er setzt nochmal einen drauf mit Level 72. Ach du Scheiße. Das ist mal eine Ansage. Wer das höchstlevelige findet und zähmt. Ja, und zähmt, ja. Ja. Also ich habe ja schon angefangen mit zähmen, ja. Momentan bin ich gut im Rennen. Mhm, ich habe mir jetzt einen anderen gesucht, weil ich euch keinen wegnehmen wollte da vorne. Bin ich ein niedrigeres? Das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt 40 Sekunden warte, verschwende ich dann jetzt Zeit, die dann wieder die Zähmleiste verliert? Weil ich muss jetzt erstmal warten, damit ich Bug Repellent wieder auftragen kann. Damit ich mich wieder einsprühen kann mit meinem Lode Bug. Ja, bei mir genauso. Lode de Käfer. Ach, Ritzi, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Was? Huch, Alter, erschreck mich nicht. Lode Käfer. Voll, dann die Insekte. Mon ami, die Insekte Käfer. Ey, das ist ein 12er Manta. Wo ist mein anderer Manta? Manta. Salü, Camembert, Käfer. Ist der Manta. Löde Camembert de Käfer. Komm, sag, komm, sieh die Sacré Bleu. So. Einsprühen und hinein ins Vergnügen. Nein, nein. Oh. Shadow Moss killed. Nein. Kommt gleich. Nein, nein. Ein Skorpion ist einfach mal auf mich draufgesprungen. Also, ich war jetzt beim flachen Wasser und dann kam einfach ein Skorpion, der mich fressen wollte. Eine sacre blöde. Oh Gott. Alter, ich dachte gerade, ich habe den Fehler gemacht, dass ich zu nah ran bin, aber es war noch gerade so. Rühre mich jetzt ein und dann fange ich auch an. Nein, oh, meiner ist gestorben. Oh, sacre blöde. Jetzt musst du einen neuen suchen. Also hinten ist ein 12er bei mir noch. Merde. Das mag ja Ragnar so. Merde. Merde. Also von hinten ran hast du gesagt? Ja, von hinten. Ich hab das Bug Repellent nicht rangemacht. Ari was killed. Ja, definitiv. Oh, ich seh dich. Pass bloß auf. Oh Gott. Und da war's geschehen. Oh nein, 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 nein. Hey, warte mal, der Rochen bewegt sich nicht mehr jetzt. Das hast du gut gemacht, warte mal. Nein, scheiße, der schwimmt gleich. Wo schwimmt denn der hin? Warum treffe ich das Viech nicht? Ich habe ihn gefühlt. Ha! Au, 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 shit, 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 shit! Wir werden es geht. Nein, nein. Ah, nein, der Tilo! Kacke! Rochen! Ah, nein, das Schwein! Irgendwie schwimmt mir hier gerade alles Mögliche im Wasserraum. Ich kann mein. Was ist mit dem Rochen? Guckt euch das an! Der fliegt über. Ha! Ich habe einen 96er Rochen. Nein! Wieso bin ich gestorben? Wieso denn? Ich verstehe das nicht. Wieso bin ich jetzt gestorben? Kann mir das einer erklären? Der Rochen flog einfach. Er flog um mich rum und dann bin ich gestorben. Ich bin einfach tot umgefallen. What the hell? Ich verstehe das nicht. Je ne sais pas. Okay, wo muss ich denn jetzt eigentlich spawnen? Oh, ich sehe den Rochen. Wo, Unterwasserbett ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee, oder? Nee, blöde Idee. Ich sehe Spielwärts Leiche. Ja, toll. Ja, ich bin extra an Land gestorben. Oh Gott. Ja, ich bin im Wasser gestorben. Oh nein, ich glaube, ich war zu nah dran. Ich hoffe, ich bin richtig gespawnt jetzt. Oh, ich klaue mir mal von dir ein Bug Repellent. Sonst habe ich gleich wieder den Röntgenrochen am Popo. Den Röntgenrochen. Oh, was ist denn hier los? Komm her. Mein Rochen schwimmt die ganze Zeit nach unten Richtung Plesio. Wie komme ich jetzt zu euch? Wie seid ihr da immer rübergekommen jetzt? Erst mit dem Spino und dann. Also ich bin noch nicht gestorben, das. Na toll, am Ende sind alle Tiere drüben. Ich sehe das schon.
Toll, habt ihr jetzt alle Bruststücke hier schon verbraucht? Das gibt's ja gar nicht. Ich hatte auch keins mehr, es gab nur eins. Nehm schon mal Bug Repellent rein aus Vorsicht und dann schwimme ich gleich mal rüber. Kriegt diesen Rochen gerade nicht gefüttert. Flippers, Flippers, nein, gleich werden sie kommen. Warum bin ich denn gestorben? Kann mir das mal im Chat einer schreiben, warum ich gestorben bin? Ich habe das nicht verstanden. Ach scheiße, das Dilo, die Dilo-Spucke macht ja auch Schaden. Die macht ja auch ganz wenig Schaden. Daran bin ich, glaube ich, zugrunde gegangen. Da ist der Rochen. Ich hatte auch nichts mehr zum Essen. Ich muss einmal nur meine Tasche wiederfinden. Ich brauche... Scheiße, ich muss mich beeilen, dass ich zu euch komme irgendwie. Der Rochen, der war schon angefüttert, verdammt. Der ist fast gezähmt. Der muss mal weitermachen. Das geht ziemlich schnell wieder runter, sobald du aufhörst, ihn zu füttern. Doch. Nee. Da ist noch Zeit. Da war schon sehr viel gezähmt. Da war schon fast die Hälfte gezähmt von dem. Soll ich mal hier Flippers von dir nehmen und weitermachen? Ja, auf jeden Fall. Wenn einer da ist und weitermachen kann, macht lieber weiter mit meinem Zeug, was ich hatte. Viele Rochen schwimmen. Jetzt habe ich einen 12er, einen 72er, einen 96er und einen 16er gefunden. Ich steige hier bald nicht mehr durch, wo mein Rochen hin ist. Also meiner war blau-grün. Ja, die sind alle irgendwie grün. Nee, der andere nicht. Ja. Der andere war nicht grün, der war rot, aber bei mir. Rötlich. Ja, bei dir. Ja, meine Rochen sind alle grün. So, jetzt Stamina-Recken. Schwimm doch nicht so in mich rein. Toll, jetzt verdammt, ist hier ich war 12. so dicht dran. Was ist das denn hier? Ist das ein Rochen? Nee. Was ist denn was, was ich... Du, deine Leiche ist in der Nähe vom Spino, ne? Ich weiß. Ich weiß, wo ich gestorben bin. Wo ist denn der Rochen hin, ey? Der ist einmal hier in dieses... Dickicht geschwommen. Ich lieg mit dem Gesicht im Sand. Sieht sehr schön aus. Der Rochen ist weg. Was? Der ist einfach weg. Nein! Der ist in dieses Dickicht geschwommen und jetzt... Oh nein, nicht, dass er jetzt gestorben ist. Nö. Doch, da hinten ist einer. Es ist blau, ne? Er ist ein blauer Rochen. Ach Mensch, ich gebe schon wieder meiner Leiche alles. Ich hab wieder mal meine Leiche angezogen. 56er? Goddammit, dass ich's aber auch nie lerne. Was? Was hast du gesagt? Der war noch nicht getamed. Ich habe einen 56er gefunden, der war noch nicht getamed. Ja, das ist... Nein, das war der, den ich versucht habe zu zähmen, der 56er. Scheiße! Meine Rochen schwimmen immer weg und tauschen sich aus. Wieso geht das denn so krass schnell runter, ey? Das ist doch voll unfair. Wie schnell kann man die eigentlich hintereinander füttern? Das dauert ein bisschen, so 20 Sekunden musst du schon warten. Zwischen Ach so, denen. So schnell? Naja, mindestens. Das steigt mit dem Level an, ne? Wo bist du denn? Oh, ich glaube, er hat mich jetzt aggroht. Nee, doch nicht, okay. Ich bin, wenn du aufs Wasser guckst, weiter... Ja, das... Ich seh dich. Das ist der, den ich gezähmt habe. Scheiße. Ja. Verdammt. Ich war so dicht dran. Ich hab genommen, ne? Damit ich weitermachen kann. Ja, mach. Oh, scheiße, ich habe keinen Sauerstoff. Ah, ich habe ja kein Bruststück. Ich sag's extra noch. Ja, ich hab's gerade realisiert, wo du es gesagt hast. Ich dachte mir so, hä, ich hab doch gar kein Bruststück. Achso, scheiße, ja. Na toll. Wait until it's hungry again. Da muss ich dich jetzt unterstützen. Länger als ein paar Sekunden. Ich unterstütze dich. Kann ich das eigentlich mitmachen jetzt? Ja, bestimmt. Nee, geht nicht. Ja, er hat ja noch nicht, er hat keinen Hunger. Meine Rochen sind voll gemein. Die wechseln sich immer ab. Ich fütter einen, dann schwimmt er weg, dann kommt ein anderer. Luft, Luft, Luft! Wir haben das übrigens wieder... Ich glaube, wir hätten mal ein paar Schlafsäcke hier drüben aufstellen sollen. Nur so. Mhm. Oder ein Bett, das hätte ja auch schon gereicht. Hatte ich sowas ein Bett. Nicht vorhin geschrieben sogar? Was? Wann? In den Ingame-Chat habe ich irgendwas geschrieben. Den ich ausgeblendet habe. Sehr praktisch. Ja. Warte. Nicht mich fressen! Nicht mich fressen! Nein! Warte. Nicht von vorne ran. Oh Gott, das sah so krass aus. Lol, du hast keine Hosen an. Ja, ach nee. Oh Gott. Möchtest du meine haben? Hast du ihn? Jetzt habe ich ihn nochmal bekommen. Hat er mich? Nee, er hat dich nicht. Er ist in meine Richtung geschwommen. Ist alles gut, okay, ist alles gut. Beobachte ihn mal kurz, ich brauche dringend Stamina. Ich brauche dringend Luft. Ach, Luft. Hier kannst du bleiben, Rochen. Hier ist fein, so ist gut. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Wow. Wo ist er hin? Er ist weg. Okay. Nein, nicht, komm mir nicht so. Ich sehe ihn nicht mehr. Ach, hier ist er. Nee, das ist ein Köhl. Hä? Wo ist denn jetzt der Rochen hin? Der war doch gerade noch hier.
Wenn er in dieses Dickicht reinschwimmt, dann sieht man ihn nicht mehr. Ja, ja, das ist ganz, Da ist er, hier ist er. Ich hab ihn, Alles gut, ich hab ihn. Ich sollte mich vielleicht einfach, ich sollte mir einen Liegestuhl am Strand aufbauen und einfach nur zugucken. Toll. Ich brauche Luft. Warum jetzt ein Leck? Ich hätte ihn füttern können. Ja, ich weiß, ich kenne das Gefühl. Das sieht sehr professionell aus, wie die Ari das macht, wollte ich übrigens mal sagen. Kommt ja noch sehen von hier. Nein, wieso? Du hast Bug Repellent drauf, oder? Ja. Nein, er hat dich, er hat dich. Ja, ich weiß, nein, scheiße, schnell weg. Denn hier rum. Hau ab. Ich kann nicht, ich bin so langsam. Es sind zwei. No. No, sauer. Ah. Wir sind Kompis an Land, scheiße, ich muss wieder ins Wasser. Reportage! Die Nachtwache schwimmt mit ihrem Spino vorbei und die Mantas schwimmen hinterher. Nein, wieso? Sabotage! Sabotage! Le Sabotage! Le Sacre Bleu! Ah, scheiße! Ich glaub, das ist mon Dieu, mon Dieu! Allez, allez! Ich hab's noch mal geschafft, ihn zu füttern. Ich hab hier was! Den Level 60er, der ist an Land, der bewegt sich nicht. Also ja, der ist nicht... Mal. Warte ja, mal! Ah, nein! Ah, Kacke! Du hast jetzt den anderen, du hast jetzt beide an Land gebracht, ne? Oh Gott, wer, der stirbt jetzt wegen dir. Nee, guck mal. Nein, der stirbt nicht, guck mal, dem geht's gut. Wo ist er denn? Hinter dir. Hinter. Was ist das? Was läuft hier? Ah, nein! Scheiße, Kompis. Hilfe! Welche ist denn das jetzt hier von beiden? Ich hab hier der blauere. Blauere. Ich hab keine Dings auf, ich sehe nichts. Na toll. Der nicht rot ist. Hast du deine Leiche eigentlich komplett ausgenommen? Ja, hab ich. Was machen die Kompis? Die Kompis greifen den Spino an, lol. Hey, wer ist denn das jetzt hier? Das ist die Nachtwache, die hat mich sabotiert. Ach so. Du musst den Spino schützen, ne? Und muss den, ich das? Den Cats, ja, die sind beide auf passiv. Na toll. Warum ist denn der Spino auf passiv? Warte mal, den mache ich gleich mal auf neutral hier. Ja, nee, ja, das ist ja gar nicht meiner. Ach Mensch, das ist ja gar nicht unser Spino. Da hinten ja, ist unser Spino. Ja, aber da ist noch ein Spino und ein Cats, die mussten trotzdem beide mal auf. Ja. Greifen die jetzt? Die greifen jetzt zu dritt. Das sind drei. Warum sind das denn jetzt drei? Die vermehren sich, die kleinen Schweinchen. Die haben gerade eine Schildkröte gefressen. Ja, das machen sie gerne. Gott, das ist so ein Snack. Drei macht es irgendwie nicht leichter, einen sicher zu verfolgen. Ach wirklich? Mein Verschwand war ein 4 und dann 3 und meiner ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Ich habe den immer noch toll, hier. Toll, da hinten. Er ist immer noch hier. Ich mache jetzt mal unsere Tiere, die hier stehen, auf neutral, weil wir uns ja gerade alle irgendwie nicht so richtig darum kümmern. Mhm. Nicht, dass die hier noch von dem Dino gefressen werden, nein, ey. Nein. Ritzi, du bist da. Hilfe. Ritzi, du bist da, ja. Ich komme wieder zu euch. Deine Mantas, die hier rumschwimmen. Ja, 12, 16, 72 und 96. Wenn ihr solche seht, die waren bei mir. Aber jetzt wollten mich bin irgendwie gerade alle fressen. Wir sollen den Kids nicht auf neutral stellen, sonst fliegt der weg. Das ist ein guter Tipp. Okay, ich gehe wieder zurück. Hier ist ein 60er bei mir, wenn ihr den am Tame wart oder so. Nein, ich wie hab sonst den fliegt er weg? Der fliegt doch nicht ich weg. Ich bin hinterher. Ein 16er ist auch noch hier, ich bin gleich tot. Aber Ragnar, wenn Ragnar gerade nichts zu tun hat, kann sie eigentlich den Cats mal abholen, damit er nicht verschitt geht hier. Weil jetzt kann keiner daneben stehen, ne? Der Cats steht jetzt da einfach rum. Wenn da jetzt ein T-Rex kommt, das ist dann... Warum hast du denn jetzt alle gezogen? Ernsthaft? Ich kann doch nichts dafür, der Walle ist hier vorne vorbeigeschwommen. Scheiße, ich will und hat das sehen, was ihr da macht. Und dann waren sie weg. So, Quinn ist wieder passiv, ich komme jetzt zu euch. Ich muss doch sehen, was ihr da macht. Diesen ganzen Spaß, den sehe ich doch jetzt gar nicht, wenn ich hier immer nur zum Spino renne. Ja, einer von mir hat Suizid begangen. Oh, toll. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, was ist das? Ach, ein Koel. Wo seid ihr denn jetzt? Habe ich mich erschrocken gerade. Wollt mich alle Stamina. Umbringen. Stamina. Stamina. Warum bin ich eigentlich so langsam? Ach so, weil ich Flippers anhab. Ah, ich brauche Stamina. Oh Gott, habt ihr noch Bug Repellent? Ich hab noch welches, 9 Stück habe ich nämlich noch. Läuft nämlich gleich aus und dann... Wo seid ihr denn jetzt? Deins läuft aus. Hast du ein Loch im Bug Repellent Behälter drinne? Auf der Hauptinselseite sind wir jetzt. Ich komme. Wer? Auf der Hauptinselseite? Ah ja, da bin ich ja auch. Ja. Du weißt, wo mein ich Manta. War, oder? Ja, die Frage ist, bist du noch da? Ich bin ein Stückchen weiter jetzt, Richtung... Richtung wo? Ich treffe ihn nicht.
Ich habe übrigens keine Luft, ne? Hey, hier schwimmt irgendwas. Ein Rochen. Ah, ich sehe euch. Hier schwimmen mehrere Rochen. Ich sehe euch. Und ich verhungere. Hast du auch Essen? Ich habe nur noch 30 Beeren. Oh. Ja. Hier. Was brauchst du? Bug Repellent. Repellent Bug, warte. Und ich brauche auch noch Anglergel dringend. Ach Gott, da habe ich nur noch 8. Warte mal. Da hast du alles. Alles kriegst du. Schwimmt hier einfach mal so ein Giga durch. Ja, wieder mal alle Mantas hinter sich herzieht. Och Mensch. Wow. Das war ein Giga. Ah, die Ragnar ist das. Mhm. Ich meine, erstmal wiederfinden. Ich mach mich mal nützlich und versuch mal euch mit Fleisch zu versorgen. Mit Bug Repellent und mit. Toll, ich krieg natürlich nur 2 Fleisch aus dem. Gott, hier sind zu viele, ich hab nicht mal ein Fernglas. Dodo. Das ist. Was bist du denn eigentlich? Der andere 56 hier weiter hinten. Wo? Da! Was ist das denn hier? Ein 96er Dodo, das ist ja. Das da wird er sein, wa? Der da, ja. So, ich hol mal noch Fisch. Kann doch nicht wahr sein. Übrigens, liebe Zuschauer, in den aktuellen Patch-Notes zu dem nächsten kommenden Patch steht auch Fischfleisch, also Fleisch von Fischen, als neues Feature drin. Also man kann dann von Fischen extra Fleisch bekommen. Ist das schrecklich, wenn hier mehrere Mantas sind? Habt ihr irgendwo Kuels gesehen? Ja, ich lieber ein Mantas. Gibt's hier noch irgendwo ein Kuel oder so? Irgendwas zum Essen? Das ist schrecklich, vor allem wenn du dann einen berührst aus Versehen, den du nicht siehst. Kann mir jemand mal beschreiben, wo ihr seid? So? Direkt von der Base aus musst du einfach direkt rüber auf die Hauptinsel. Im Wasser. Wirklich im Wasser. Da, wo ich am Strand die Dodos jage gerade. Damit wir hier mal ein bisschen was zu essen bekommen. Wir bräuchten jetzt wie so eine Luftbrücke bräuchten wir jetzt. So irgendwie jemand, der den Spino gefunden. Fleisch abwirft. Ja, dann ist die Nachtwache. Weiter links halten. Von dem Spino links halten. Am Wasser. Ah, hier seid ihr ja alle. Aha. Ach ja, erst. Und jetzt, Shadow, wieder gut gemacht. Shadow, was machst du denn? Hat Shadow einen bekommen? Ja, ich bin Shadow schon. Er hat doch gerade wieder alle. Strebär. Guck mal, da ist er da hinten auf seinem Jetski. Mit dem Spino? Weiß ich nicht, das ist. Wir werden hier Nachtwache. Voll sabotiert, das ist. Ach du Scheiße, sind das wieder. Davon? Ich hab nur noch 12 Sekunden Bug Repellent. 69er? 96. Mal lieber weg. Da, 56, ich hab meinen. Toll, 96er schwimmt jetzt auch hier rum. Das hey, was liegt denn hier schön zusammengefaltet? Ein toter Manta. Oh, ja, ihr dürft meiner. Die nicht Aggro machen. Wenn ihr die Aggro macht, dann geht die Taming-Leiste richtig krass runter. Ich hab nichts gemacht. Ich war's nicht. Ich weiß aber, wer es war. Die Spielverderber hier. Auch. Er kam ich einfach seinen Manta nicht mehr an und hat erstmal alle Aggro gemacht. Mach jetzt erstmal hier ein Feuerchen. Ich mach jetzt ein Feuerchen und koch hier mal ein bisschen Fleisch. Ich hatte ihn doch schon bis zur Hälfte. Ja, das Gefühl kenne ich, das hatte ich vorhin auch. Den hatte ich auch fast bis zur Hälfte und dann ist er mir wegkrepiert. Nee, nicht wegkrepiert, ich bin wegkrepiert. Warum haut denn jetzt einer? Yo, Manta, was killed by a Manta? Da hat er aber nicht lange überlebt. Wie war das mit den. Vor allen Dingen, Shadow, du hast jetzt alle aufs offene Meer hinausgezogen. Your tribe made Shadow was killed by a Manta. Ausgleichende Gerechtigkeit. Alle auf dem offenen Meer, den ich angefangen habe zu tamen. Ja, warum wohl? Jetzt stell dir die Frage nochmal. Ich brauch Feuer, verdammt. 96, da ist ein toter Manta. War Hunger. Ich hab. Ja, ich bin ja dabei, verdammt. Was soll ich denn machen? Ich füttern. Hier, wo es Feuer ist, kommt alle zum Feuer, da müsst ihr warten, da kommt gleich was. Da kommt gleich ein Vögelchen raus. So. Jetzt gucke ich noch, ob ich hier irgendwo einen Kuel finde. Den ich vielleicht noch rösten kann. Wo sind die Kuels? Ja, ich habe vorhin so viele Kuels hier gehabt und jetzt ist hier nichts mehr. Gibt's einfach nicht. Als ich gehört habe, dass Mantas reinkommen, dachte ich sinnvoll stark. Als ich dann bemerkte, dass Mantas keine Oktopusse sind, habe ich mir gedacht,
Sie live dir statte doch noch. Was? Statte ich noch einen Besuch ab? Was? Ich verstehe nicht, was das heißt. Sie live. Keine Ahnung. So, welcher Manta ist das jetzt hier und welcher Manta ist das da? Ich habe keine Ahnung, wo überhaupt noch Mantas sind. Boah, ich versuch's jetzt mal mit dem 16er, das kann das ja nicht ist voll dunkel. Sein. Das habe ich auch schon, dann ist der weggeschwommen und dann habe ich's mit dem 12er probiert, weißt du. Oh, sagte sie und starb schon. Nein, sterben! Nein! Tschüss, Ari. Nein. Was ist denn hier los? Hier ist irgendein Ketz am Ausrasten. Ich bin bis jetzt noch nicht gestorben, ich bin recht stolz auf mich. Was ist denn hier los, hier? Da kam noch ein Manta. Und dann waren beide aggro. Ich will nicht mehr. Ich sehe gar keine Manta, ist mir doch da. Hey, ist doch Fleisch. Wir dürfen doch inzwischen eigentlich gar kein Anglergel haben. Das ist mein Manta. Ich habe Anglergel. Und ich bin auch noch nicht gestorben. Ja, siehst du? So ist das. Aber mein Manta lässt sich nicht so wirklich zähmen, weil er immer wieder weggelockt wird. Oh, und dann muss ich neu anfangen. Fleisch. Wir haben wieder Essen. Die Versorgung. Steht Quinn noch am Strand oder wurde der jetzt mitgenommen? Den hat Ragnar gerade. Jetzt hat Ragnar ihn mitgenommen. Alles gut. Braucht ihr ja, noch nee, was? Ja, in Quinn sind Sachen drin. Ach so. Ja, das ist immer blöd, wenn das im Ketz ist alles, ne? Weil der Ketz kann sich nicht wehren, wenn er hier alleine rumsteht. Das muss, wenn, dann muss das in dem Spino drin sein, der sich wehren kann. Ah, da ist er. Nein. Jetzt schwimmen hier so viele Mantas. Ich brauch noch Bärenzeug. Hier, ich hab noch Essen. Braucht ihr Essen? Bärenzeug? Ich kann euch Essen geben. Ja, hier Scuba-Dinger und so. Scooby-Dooby-Doo. Angst, hier sind so viele Mantas. Hier sind Drochen. Ach scheiße, ich hab kein Backenpellant aufgetragen. Hey, was ist denn das hier? Eine Katze. Hast du eigentlich mein Inventar gefunden? Ich? Ja. Nein. Wann soll ich das denn gefunden haben? Ich bin ja die ganze Zeit noch hin und her rennen, um Feuer zu machen und Essen zu kochen. Hinten wann soll ich denn da ein Inventar finden? Wie soll ich das machen? Das ist Multitasking, das kriege ich nicht hin. So, ich habe mir jetzt eingesprayt, aber ich habe gar nichts zum Füttern. Toll. Und ich habe kein Bruchstück. Wie viele Rochen sind denn hier, ey? Das ist ja der Wahnsinn. 12, 16, 96, 60. Nehmt den 16er. Glaubt mir. Vertraut mir. Ich versuch's gerade mit dem 12er, damit ich den vielleicht wenigstens getamed kriege, bevor er wieder weggescheucht wird. Das ist... Ja, okay, gut. Ja. Ja. Bin ich im Weg irgendwie? Ich will ja... Oh nein, ich lass auf. Ich habe ja keinen Dings. Mhm. Wie sie stehen hier auf dem Trockenen. Da rennt ein Raptor an Land, ne? Ah! Lass mich auf deinen Stein, dein Stein ist Wasser. Ein Stein. Stein ist schöner. Mein Stein ist... Hey, ich komm gar nicht auf den Stein rauf, wie hast du das gemacht? Jetzt. Der Raptor kommt. Nein, ich hab keine Rüstung. Wo kommt der denn? Ich sehe ihn nicht. Oder warst du das? Das war ich. Hier ist doch kein Raptor, ich sehe keinen Raptor. Der läuft noch da hinten rum. Achso, das wart ihr beide. Gott, macht doch nicht so eine Angst. der Raptor kommt, alala! Wo ist mein Mantel hin? Wo ist mein Mantel? Mein Mantel. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, wenn das Bug Repellent weg ist. Aber wenn wir hier fertig sind, brauchen wir einen Mantel, und zwar den Mantel des Schweigens. Hey, da ist ein Mantel, direkt vor dir, pass auf! Oh ja, das ist mein 12er. Ich versuche das schon die ganze Zeit. Das muss doch klappen mit einem 12er. Das muss doch jetzt klappen hier. Ich hoffe es. Ich habe nichts zum Füttern, ne? Ich kann nichts machen. Ja, wieso ich muss mich erst einschmieren. Schmier dich ein. Jetzt. Der ist direkt da vorm Stein, ne? Mhm. Der hängt da gerade gut, da kann er bleiben. Ja, genau, das habe ich auch gerade gedacht. Gott sei Dank habe ich ihn nicht aggro gemacht jetzt. Ich geh mal wieder zu dir. Ich hab Angst. Ich will das sehen. Hunger, ne? Hey, da ist ein Argentavis überm Wasser. Er hat Hunger. Guck mal, der hängt fest. Schnell Hunger, ha? Was? Der hängt fest. Das sieht sehr gut aus. Ja. Ich will es nicht verschreien, aber... Also Quinn ist hier und Quinn hat Anglergel, ne? Ja. Echt? Ja. Komm. Dann angel ich mir doch auch mal noch ein bisschen Gel. So er ist zur Hälfte getamed. Ich angel mir mal auch ein bisschen Gel. Habe ich jetzt endlich Glück, ja.
Beschrei es bitte nicht. Ja. Nicht schreien. Die Leute, die wollen doch mehr Tote sehen, oder nicht? Mehr Tote? Wollt ihr Tote sehen? Das geht an den Chat, die mehr Frage. Action. Wollt ihr Tote sehen? Wollt ihr mehr Tote sehen? Wollt ihr mehr Tote sehen? Och, das war ein Leck. Oh Gott, ich bin voll woanders hingelaufen. Aber die kriegen eigentlich schon recht schnell Hunger. Warum fliegt ein Argentavis über uns drüber? Ich hoffe, er guckt einfach nicht nach oben, Ja, den habe ich auch eben gesehen. Ich dachte auch, du meintest den, als du sagtest, der hängt fest. Ach so, echt? Weil du irgendwas von Argentavis gesabbert hast. Und dann kam irgendwas mit, der hängt fest. Wir sollten vielleicht unter Wasser bleiben. Das macht sich übrigens sehr gut, ich habe kein Bruststück mehr. Ich muss immer mal auftauchen, dann sehe ich nur diesen Argentavis über uns drüber fliegen, ey. Wo waren denn hier noch mehr? Du gehst weg. Du gehst weg. Du gehst weg. Du bringst sie alle nur um. Du bringst sie um, ja. Entweder indirekt oder direkt. Also. Alle haben Angst vor Shadow. Ja, alle haben Angst vor Shadow. Mhm. Shadow darf uns nicht finden. Hat schon so eine Karriere mit Mantas gemacht, so. Oh nein, ich habe, glaube ich, einen grünen Namen auf uns zukommen sehen. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn. Juhu! Ich mach den Sattel, Dann erstmal an Land schwimmen und... Ich hab keinen Sattel. Ich hab einen Sattel. Nein, warte auf mich. Warte doch. Warte, nein. Hey, nein! Shadow. Achso, ich wollte gerade sagen. Oh Gott. Platsch. Pass auf, bleib bloß unter Wasser mit dem Vieh. Ja, der verliert Leben, wenn er über Wasser ist. Warum ist der denn gerade ausgerichtet? Ich hatte im Singleplayer auch einen gezähmt und meiner war total schräg ausgerichtet. Ich bin immer so schräg geschwommen. Das war total komisch. Das war so komisch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie komisch das war. Wie viel Leben hatten der? 300 und... Oh, es wird hell. Man sieht wieder was. Echt? Nicht schlecht. Kann ich mich auf ihn draufstellen? Ja, guck mal. Ist das nicht schön? Er ist grün, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Grün. Sehr, sehr, sehr gut aus. Ein grüner Rochen. Oh, ich verstehe, welchen Argentavis ihr meint. Und wie machen wir das jetzt, dass der nicht stirbt oder gefressen wird, wenn wir nicht da sind? Das ist die andere Sache, ne? Ins Wassergehege? Ja. Haben wir eins? Ja, auf der Carnivoreninsel. Was ist denn da los? Warum ist denn da gerade der Petri voll auf den Quinn losgeflogen? Weil ich den geflogen habe. Ach so. Ja, dann haben wir die Mission jetzt an sich eigentlich erfüllt. Der Plan war eigentlich ursprünglich, dass wir alle einen haben. Aber ich glaube, das können wir knicken. Ich glaube, wir können mit der Ausbeute schon voll und ganz zufrieden sein. Ich mach mal dieses Feuer weg. Ich bin nicht gestorben und alles, ich habe einen Manta. Alle temporären Gebäude abreißen, wenn wir fertig sind, ne? Ja. Deswegen habe ich gerade das Feuer noch abgerissen. Ich flieg mal zur Hauptbase rüber. Nein, also zur Insel. Nehm ich mit. Bist du noch da? An meinen Gas. Ja, hier bin ich im Wasser. Ich komme an. Wo denn? Da ist noch ein Petri, den kannst du benutzen. Ach nee, ja, das ist von Shadow. Ja, ich schwimme gerade dahin. Ich sehe dich nicht. Ja. Habe ich das Overlay aus? Ja, ich habe das Overlay ausgemacht. Entschuldigung. Ah, da, ich sehe dich. Gott, ich sehe nichts. Nein! Ich hab mich selbst gegriffen. Nee, Shadow hat mich gegriffen. Du hast dich selbst gegriffen. Guck jetzt auch. Nein! Nein! Jetzt los. Nein! Jetzt bin ich im Wasser. Alles ist gut. Ja. Nee, das ist nicht gut. Ich hab gewonnen. Das war vorher was besser. Meiner ja, stimmt. Noch. Ritzi hat gewonnen. Das müssen wir mal an der Stelle festhalten. Sie hat als einzige Person hier einen Rochen gezähmt gekriegt in der vorgegebenen Zeit. Auch einen. Ja, einen Rochen gezähmt gekriegt, der noch lebt. Der lebt noch. Oh, Shadow hat schon 20 gehabt, die sind alle Boris tot. Genannt. Herr Boris, ich glaube nicht, dass das was nützt, ehrlich gesagt. Ich sollte mal die Flippers ausziehen. Ja, damit ich nicht mehr laufe wie David Hasselhoff hier. Ich glaube, wir können neue Taucherrüstung machen, Ritzi. Ja, finde ich auch. So. Wollen wir Wetten abschließen, wie lange dieser Rochen lebt?
Kommt drauf an, wer damit unterwegs ist. Ich sage, das Vieh wird nicht mal 24 Stunden überleben. Der wird nach 24 Stunden ist der tot. Ich habe schon überlegt, eben eine Runde mit dem zu spielen. Aber ist es hier nicht sicher? Du, das ist egal. Das ist vollkommen egal. Aber wenn der zu nah an die Oberfläche kommt, dann... Ich würde gerade sagen, es reicht nur, wenn einer so schlau ist und auf den... zum Beispiel Shadow. Wenn Shadow jetzt auf den Rochen geht und damit rumschwimmen will. Ich möchte eigentlich auch, aber ich habe Angst. Ich will nicht. Ich will jetzt nicht den sterben lassen. Man muss die Dinge echt behandeln, als wären sie aus Glas. Das ist wirklich so. Das ist echt so. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht für seinen Tod verantwortlich sein. Also Captain Yamato mal in 3 Stunden. In 3 Stunden ist er tot. Oh, das ist gewagt, ja, aber durchaus realistisch. Warum fliegt eigentlich unser Plesio da hinten in der Luft? Eine interessante Frage. Es ist ein Zeppelin oder so. Es ist ein Zeppelin. Stimmt, wir wollten ihn ja eigentlich Hindenburg nennen, aber dann haben wir uns gedacht, das ist vielleicht kein gutes Omen. Ja. Ich will mich doch mal kurz auf Hugo draufstellen. Nur mal ganz kurz. Nur draufstellen. Oh Gott. Ja, ja. Haha. Guckt mal. Ich stehe drauf. Ich mach mal das Overlay aus. Huch. Hier. Guckt mal. Sieht es nicht schön aus? Also zum Angucken ist er was, ne? Das ist wie so ein, wie so ein Ferrari. Damit darf man nicht fahren. Nee, nee. Den guckt man sich nur an und sitzt drin. Und riecht am Leder und so und lehnt sich zurück, hält mal das Lenkrad fest und gibt gurgelnde Laute von sich. Warum gebe ich eigentlich gurgelnde... Ach so, scheiße. Ich bin am Ersaufen. Ich dachte jetzt schon, du schwimmst mit Hugo hoch. Nee. Nee, Hugo ist wichtiger als ich. Ich kann ja ersaufen, aber Hugo darf nicht sterben. Los, Spielbär, trau dich, aber dann ist der in 2 Sekunden tot. Ja, eben, deswegen traue ich mich ja nicht. Deswegen machen wir das ja auch nicht. Ich guck jetzt nochmal zu dem Bärenkind. Hui. Das Bärenkind, ja. Wie ich stinke, guckt mal. Ich hab voll die Fahne. Voll die grüne Fahne habe ich. Muss mich mal wieder waschen. Oh, guckt doch mal. Puh. Oh, der hat schön viel Fleisch im Inventar. Guckt mal. Hat gerade nach Fein gemacht. Hier, von mir kriegst du auch noch was. Kleiner Puh. Kriegst auch noch ein bisschen was vom Papa und von der Mama. Du. Hi. Knuffi. Das ist nicht süß. Das ist voll entspannend, das Bärenkind anzugucken. So schön. Nach diesem ganzen Stress. Nach diesem ganzen Rochenstress ist das hier richtig entspannt beim Bärenkind. Puh. Puh. Ach, guckt mal, es hat geregnet. Ich habe also quasi eine Dusche genommen. Und ich rieche nicht mehr. Ist schon ein Stück groß geworden, hä? Ja, es geht ja ein bisschen schneller, ne? Wir haben ja das ja ein bisschen beschleunigt mit den Babys, ne? Oder nicht? War das nicht irgendwie ein bisschen leicht beschleunigt hier? Das Wachstum? Ich glaube, ja. Er ist echt ein bisschen größer. Er ist auf jeden Fall größer geworden. Jetzt sehe ich auch die Spinos, die du vorhin gesehen hast. Bei mir waren die nämlich unten drunter. Ja, die sind auch größer geworden. Ach nee, ich duck mich gerade. Ich laufe geduckt, deswegen. Deswegen ist alles größer geworden. Hm. Guck mal, der T-Rex guckt rein. Hallo, wie geht's den Kindern? Was macht ihr da? Was macht ihr da? Wollt ihr einen guten Nachtkuss haben? Puh. Hallo, Puh. Hallo, ich bin hier. Hier. Hier drüben. Hier. Babybär. Babybär. Dein Charakter sieht aus wie eine erwachsene Version von Cartman. Ja, wirklich. Ey, das ist wirklich so. Das könnte wirklich durchgehen. Da verstecke ich mich lieber gleich. Guck mich nicht an.
Ich bin klein und dick. Lol, Shadow hier, der Poser, stellt sich erstmal direkt ins Bild. Shadow ist fast doppelt so groß wie ich, ey. Warum seid ihr alle nackt hier, außer Spiegel? Ich kann mich auch nackt machen, wenn ihr wollt. Nein. Nicht vor den Kindern. Nicht vor den Kindern. Kann denn nicht mal einmal jemand an die Kinder denken? Ich halte ihm die Augen zu. Oh Gott, ey. Ja, nun stehen wir hier alle beim Bärchen. Alle wollen ihn knuddeln. Der wird noch tot geknuddelt irgendwann. Alle wollen ihn mal knuddeln und angucken und anfassen. Sein flauschiges, kleines, anfassen. Weiches Fell. Anfassen. Ja, mit der Fackel, genau. Anfackeln, fassen. Bloß weg mit der Fackel von dem kleinen Bärchen. Das ist der FKK-Stream, genau. Ja, ich sehe das schon. Ich glaube, ich muss mich, glaube ich, auch... Oh Gott, schützt das Bärenbaby. Ich habe doch ein Schild. Ich habe doch ein Schild, da kann ich den Bären schützen. Aha. Wir werden die ganze Zeit wieder nur Quatsch machen. Huch. Ich würde sagen, wir machen das so. Wir beenden die YouTube-Aufnahme. So machen wir das. Mhm. Der Stream, der läuft noch ein bisschen weiter. Wir lassen den quasi ausklingen, ganz entspannt. Dann verabschiede ich mich schon mal bei allen, die das jetzt auf YouTube sehen, die Aufzeichnung. Ja, ich bedanke mich bei Rizari, bei Shadow und bei Ari. Bei Pooh bedanke ich mich auch. Ich bedanke mich auch bei Ragnar, dass das so gut geklappt hat mit dem Bärchen. Ich glaube, das ist das echte Highlight eigentlich von dem Stream. Der Rochen, der war nur Nebensache. Pooh ist das Highlight. Der kleine Pooh. So, genau, dann sind wir an der Stelle für die YouTube-Zuschauer, also für die Video-Zuschauer sind wir jetzt raus. Bis zum nächsten Stream. Denkt dran, immer montags, 20 Uhr. Ciao, ciao. Tschüss.